sind sehr wichtig für den Klimaschutz, denn Moore binden unheimlich viel CO2. Also auf der Welt haben wir auf der Landfläche der Erde ungefähr 30% Wald, aber nur 3% Moore. Und trotzdem können diese 3% der Moorfläche können mehr als doppelt so viel CO2 binden wie die ganzen Wälder der Welt insgesamt. Ein Moor entsteht an feuchten Stellen, wo viel Wasser ist. Dort entstehen Vegetationen. Diese können Seggen, Torfmoose oder auch Wollgras sein. Die Torfmoose wachsen nach oben und nach unten setzen sie eine saure Flüssigkeit aus, sodass die Umgebung sauer wird. Dies und die Anwesenheit von Wasser führen dazu, dass die Torfmoose nicht zersetzt werden, sondern gepresst, sodass sie am Ende immer höher wachsen. Das Wasser schirmt quasi die Luft ab und dadurch kann sich eben das nicht mehr zersetzen, was dort eben abstirbt. Das heißt, nach oben wächst es grün, unten ist Wasser vorhanden, saures Wasser, und das kann sich nicht zersetzen. Und darum wächst es immer weiter nach oben, das Grüne, und unten bleibt dieses Braune vorhanden und wird immer weiter gepresst. Und so wächst eben Moor immer nach oben. Die größte Bedrohung für Moore ist die Entwässerung, die fast immer durch den Menschen verursacht worden ist, denn die haben oft Gräben angelegt und dadurch das Moor entwässert. Bei einem Moor ohne Wasser entweicht das gebundene CO2 in die Atmosphäre. Bei der Renaturierung des Moores wird Wasser auf die Fläche gebracht. Dadurch kann kein CO2 mehr entweichen. Es ist, als ob man einen Tupperdosendeckel auf eine Dose macht. Denn so ein Moor wie dieses hier, der Friedrichshäuser Bruch, der speichert eben CO2, was schon 2800 Jahre alt ist und halt nicht nur ein Baumleben beispielsweise. Und alleine aus diesen Gründen lohnt es sich. Und auch für nicht nur CO2-Speicherung, auch für den Wasserhaushalt. Probleme der letzten Jahre waren, dass Wälder zu wenig Wasser hatten und unter Trockenstress litten. Auch für den Menschen war aufgrund der Trockenheit die Trinkwassergewinnung erschwert. Das Moor ist wie ein Schwamm. Dieser Schwamm hält das Wasser an einer Stelle. Er kann bei der Trinkwasserversorgung helfen, liefert dem Wald Wasser und bindet CO2, das über 2000 Jahre alt ist. Also hat der Wald was davon, die Menschen haben was davon, es schützt vor Hochwasser und eben CO2-Bindung. Wir wiedervernässen Moore, um den natürlichen Zustand zurückzuerlangen, damit CO2 gebunden wird, wir einen natürlichen Wasserhaushalt entwickeln und auch die natürlichen Moorarten zurück in die Fläche bekommen. Moore werden entwässert durch Gräben, die das Wasser eben aus der Fläche rausführen, und darum müssen wir diese Gräben wieder schließen. Und wir machen das mit einer Vollverfüllung, und dafür baggern wir die Gräben einmal aus und füllen die dann mit Sägemehl oder Sägespänen, wie hier zu sehen. Das ist Nadelholzsägespäne, weil die ähnliche Kapillarwirkung haben wie Torf. Also das Wasser fließt ähnlich durch diese Sägemehlpartien, wie wenn hier ein intaktes Torf drauf liegen würde, ein relativ intaktes Torf. Da das eben verschwunden ist, haben wir dort eben jetzt das Sägemehl genommen. Die Herausforderungen sind, dass wir mit schwerem Gerät hier arbeiten müssen, um das ganze Material hier anzuschaffen. Das heißt, wir müssen Materialplätze organisieren, dass es auch von LKWs befahren werden kann. Dann müssen wir hier arbeiten mit Spezialgeräten wie Baggersystemen oder Pistenraupen und Dampern. Und wir müssen auch überall noch Mineralboden einbauen, um Pfropfen zu bauen, damit das Wasser nicht die Sägespäne wieder ausspült. Und das ist sehr aufwendig, sehr kostenintensiv und muss gut durchgeplant sein. Und das Schwierigste ist, Fachpersonal zu erlangen, die sich auch Mühe geben bei der Wiedervernässung. Wir stehen auf einem der alten Hauptgräben, der Sammelgräben, und hier haben wir einen Bereich offen gelassen, dass man sehen kann, dass die hier mit Sägemehl gefüllt sind. Und die Bereiche rechts und links kann man schon sehen, die sind schon von der Binde zurückerlangt worden, was zwar ein Störzeiger ist erstmal, aber er zeigt dir an, dass es hier wieder nass wird. Und das ist ja schon mal gut. Dieses Moor ist besonders, weil es eben nicht unendlich groß war, also gut wieder zu vernässen war, und trotzdem die Chance hat, sich komplett wieder zurückzuentwickeln, wenn wir dort jetzt einfach ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen. In diesem Moor kommen auch verschiedene Tierarten vor. Es ist halt für verschiedenste Libellenarten eben ein Lebensraum, denn es sind auch überall kleine Offengewässer, es sind auch teilweise Bachläufe vorhanden und auch typische Moorlibellen kommen eben vor. Es ist sehr gut für Froscharten und Krötenarten, aber auch Reptilien wie Zauneidechsen kommen hier gerne auch mal vor. Und viele andere Arten, die müssen sich erstmal wieder einfinden. Wir haben dieses Moor erst vor ein paar Jahren wieder vernässt. Solche Arten wie der Kranich, die müssen es erstmal wieder für sich zurückfinden. Also ich denke, es werden noch viele Arten kommen, die es noch nicht geschafft haben, sich hier überhaupt wohl zu fühlen, weil das halt erst so kurz wieder vernässt worden ist.